Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von LA Noir VR. Und Freunde, seht euch diese wunderschönen Melonen an. Na, sind das nicht schöne Melonen? Ja, keine Ahnung. Wir haben gefragt, ob wir uns hier ein bisschen umsehen dürfen. Tag, Frau, ist das... Entschuldigung, ich kann nicht anhalten. Ich habe hier ein Problem mit meinem... Naja, das ist meine Hand, aber in einer anderen Welt ist es eine Hand. Naja, das werden Sie nicht verstehen. Tja, was machen wir jetzt als erstes hier? Wir haben gefragt, ob wir uns umsehen dürfen. I just don't know how to dance to Bebop. Bebop tanzen ist kein Problem, ist voll easy. So, guck mal, der Mann hat hier auch ein Münztelefon. Vielleicht ist ja hier irgendwie eine Wahlwiederholung oder so. Hallo? Operator, message for KGPL. Ah. Putting you through now. Oh, danke schön. Phelps, Badge 1247. Any messages? Ich dachte, ich habe eine Nachricht. I'm sorry, Detective. Thank you. Gib mir ein handfestes Telefon. Naja, dann ist ja hier jetzt nichts Cooles. Vielleicht müssen wir nach da hinten. Gehen wir mal da lang. Was gibt's denn da? Machen wir mal so, das geht schneller. Ne? Hier, wie heißt er nochmal? Clemmy? So, da sind die ganzen Limonas. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Ja, ich schau dann mal, was gibt's denn hier? Gar nichts. Mhm. Schauen wir mal, was hier drin ist. Just pick fruit market. Aha. Wunderschön. Wie zu erwarten. Eine Menge Liquor. Kisten sind voll, Alkoholschmuggel, Prohibition. Es läuft. So, was haben wir denn hier? Aha, was ist das denn? Was ist denn das hier? Why cut someone who's already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. They must have seen it during the war. Ja, ob ich das jetzt so gut aus dem Krieg kenne, weiß ich auch nicht. Also, wir hatten hier auf jeden Fall ein paar Gegenstände zum Schlagen und Schneiden, ne? Das ist jetzt nicht die Frage des Tages, aber... Classic Jazz. Was ist das hier für eine Rechenmaschine? Geh weg! Hier. Klingeling, klingeling! Okay. Aha, was haben wir denn da noch? Greife das Kästchen. Ja, greife ich doch mal. Lege das Kästchen auf den Tisch. Drehe. I got a callback for that universal chorus line. Ey, Moment. This thing needs a combination. 2, 5, 3. So what are we hiding in here? Aha. Religiöser Anhänger, noch ein religiöser Anhänger. Ich habe. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem! Ach, Clem! Nee, Clem! Ach, wieso? Ach, Clem! Clem nicht ins Auto! Clem! Der Schwanz, Alter. Okay, den machen wir alle. Wo ist er hin? Hoppla! Polizei! Polizei! Okay, ich fahr hier über diesen... Gott, was ist hier los? Okay, Vorsicht! Nichts passiert, oder? Alles okay bei dir? Alles klar. Zeigefinger nach vorne heißt, alles okay bei mir. Oh, jetzt muss ich dir hier wieder durch die Stadt verfolgen. Zweite rechts, alles klar.
Moment. Oh ja, da hinten ist er. Guck mal, unsere Kollegen sind auch schon da. Boah, er hat einen Unfall provoziert. Schwein. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn. Alter! Der hat einen Typen überfahren! Oh Gott! Vielleicht war ich einfach zu gut. Will der hin, Alter? Stehen bleiben! Oh, Müllcontainer! Lastwagen, LKW, weiß ich nicht! Boah, durch die Hinterhöfe der Stadt! Sie haben keine Chance. You're a sick man, Clem. We need help. Clementine. Hast ein Mädchen da. Das ist dein Problem. Aber nur weil deine Eltern dich wie Mädchen genannt haben, heißt es ja nicht, dass du anderen Frauen irgendwie. Oh ja. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor, lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Weggetreten, sehr schön, wunderbar. Den alten Lachsmörder. Also, ach ja, so ein Fläschchen nehme ich mir mit, ne? Ja, das dachte ich mir. Der Psycho, Alter, hat die Frau einfach umgelegt. Tja. Das war der Seidenstrumpfmörder. Als nächstes kommt der Kifferwahnsinn, Freunde. Da muss ich mich natürlich ein bisschen drauf vorbereiten. Oh. Erstmal so einen schönen Phelps Blunt. Hallo! Naja. Das Leben ist als Polizeibeamter ist natürlich alles nicht so einfach, ne? Und kann ich mich mit der Waffe kann ich mich nicht bewegen, ist voll ätzend. Ah, weg ist er. La 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 la. Oh, hallo, schöner Mann. Guten Tag, guten Tag. Ich hebe meinen Hut. Und zack. Ja, und wieder reingeguckt, Freunde. Zack. Oh, hopp. Oh, hopp. Oh, Achtung, Achtung. Wow! Oh! Naja, es hat nicht so gut funktioniert, aber hey, ich hab noch mehr Hüte. Ach, da kannst du den ganzen Anzug komplett umziehen, hä? Inkognito. Warte mal, machen wir mal den Hut weg hier. Ah, also sieht sicher aus wie ein echter Polizist. Naja, aber eigentlich, hä? Ich hab ja ein schönes Profil. Gonna rock down through Electric Avenue. Oh, schaut euch mal die lockeren Handgelenke an. Das muss man als Polizist muss man ziemlich locker im Handgelenk und in der Hüfte sein. So. Oh yeah. Phelps. Cole. Phelps. Mein ist schwarz, heißt Michael Phelps und kann ziemlich schnell schwimmen. Okay, na, Freunde, so. Was machen wir denn jetzt? Meine Beine trackt er ja nicht. Naja, wir gehen mal zurück zum Schreibtisch und würde sagen, beginnen wir einfach mal den Kifferwahnsinn. Das wird der Wahnsinn, Freunde. Ich freue mich drauf. Electric Avenue. Ach ja. Du kannst dich jetzt hinsetzen.
Andernfalls kannst du aber auch einfach stehen bleiben. Oder du drehst dich so rum, weil ich schaue mir irgendwie hier gerade im Menü bin. Warum kann ich mich hinsetzen? Bestimmt Auto fahren oder Leute befragen oder so. You know a Freddy Calhoun? Sure, I know Freddy. Freddy needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a Primo Reefer distribution ring. Says he can. Has he said how much it's gonna cost? $50. And the department will front me the $50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Freddy Calhoun. Und Mike Lyman's Bar. Hey, alles klar bei dir? Schauen wir doch mal. Orte. Get moving, Phelps. Roy's informant is a skittish type. So. Mach du mal hier keinen Stress, ja? Oh, ich bin der neue Chef. Lachs bist du. Technical Service, Station Commander, Exit, da wollen wir hin. $50? Do they think I'm made of money? No, you just look like you're made of money. Ja, das ist... I knew it wasn't safe around here anymore. Wurde da irgendwo jemand geschubst oder so? Alter, aber richtig geiles Auto, Junge. Na klar, hinten da den Shampoos und den Hut drin liegen, aber bin ich jetzt allein unterwegs oder was? Naja. Okay, alles klar. Und warpen. Wir warpen uns, Freunde, ich bin faul geworden. Und ich huste mal gerade im Ladebildschirm. So, fertig, wir sind bei Mike Lyman's Bar, so. Bitte diesen Hut da liegen lassen. Nicht anfassen, das Eigentum des Staates. Wer das anfasst, wird sofort verhaftet. So, wollte ich nur mal sagen. Oh, ist aber eine geile Bar hier, hä? Oh, sexy. Oh, richtig There's gut. A little sneak. Da ist er. That's him in the back, Cole. When the hell is the food gonna arrive already? Wer ist es denn da hinten? Brought his socks in. What is the special of the day? Hallo, schönen guten Tag. Darf ich einmal kurz hier von Ihrem Brokkoli probieren? Köstlicher Brokkoli, wirklich. Wo haben Sie diesen Brokkoli her? You're real nice. Können Sie mir irgendwie mit dem Brokkoli helfen? Hey, meine Frage. Entschuldigung, wissen Sie zufällig, wo die Leute hier diesen Brokkoli herbekommen? Nicht? Cole, we got things to do. Was? Wieso? Haben wir wirklich? Ach, Mann, ey. Hat dabei mal einen Brokkoli. Aha. Freddy, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Okay. What's about the reefer, Freddy? Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Grass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddy? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddy. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Well, be careful. He likes guns. How do I get my money? Do me a favor, Freddy. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Freddy. Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy. Das so fand, what next? Das fanden die in den 40ern Let's crazy, go visit ja? this Cruz character. Okay. 50 pounds of dope. Oh, was gibt's denn hier? Crazy. 50 Pfund, das ist doch nix, ey. Entschuldigung, das ist zu sagen, aber heutzutage, wenn du in den Dimensionen von 2018 sind 50 Pfund ein Würstchen, Alter. Das tragen heute Bodypacker mit sich rum. Die schieben sich das hinten in den Anus und transportieren das im Flugzeug. Tut mir leid, dass wir in dieser Welt gelandet sind, aber ich habe die Welt so nicht gemacht. Das waren andere. So, schauen wir mal. Schauen wir uns diesen Santa Cruz mal an hier, oder wie er heißt. Juan Garcia Cruz. Juan Garcia Cruz. Legen wir jetzt hier fest. Freunde, ich muss leider immer warpen. Wisst ihr warum? Weil ich kann das Radio nicht ausmachen. Oder zumindest weiß ich noch nicht wie. Und wenn ich das Radio anhabe, muss ich ständig irgendwas
schneiden oder ständig irgendwas wegmachen vom Ton. Juan Garcia. Kann mich ja hier schon mal umsehen. Alter. Bist du bescheuert? 11K calling KGPL. Hey, hey, easy, hallo! Ja! Neues Magazin, schnell! Hab ich ihn erwischt? Alter, der muss doch. Shit, ey, neues Magazin! Einer mit! Stay down! Hab ihn! Haha! Trottel! Kann ich wieder aufstehen? I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. Nichts passiert. Mit Maschinengewehren ballern die da aus dem Haus, Alter. You guys don't have to leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself. Tja. Not now, Phelps. Ach, komm schon. Detectives, you'll want to come meet Mr. Fickman, the neighbor. Sounds like he's got something for you. Ich möchte bitte Herrn Fickmann unbedingt kennenlernen. Aber erst müssen wir uns hier... Erstmal schaue ich mir hier den Juan Garcia an, oder was? Hä? Was ist da los? Schau mal erstmal, was der Typ hier so... Was hast du denn in deiner Jacke, hä? Alle haben irgendwas Wichtiges in der Jacke. A silver dollar. I thought they took these things out of circulation. Hm. Sonst noch was irgendwo... Eine Brieftasche her. I think you might have missed something, Detective. Huh. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Hm. Irgendwas am Start? Gicht oder so ein Scheiß? Juan, alles gut bei dir? Schauen wir mal ins Ohr, ob die auch schon sauber sind. Ah, oh, hier unten hat er nix. Aber diesen Hitlergruß hätte ich jetzt aber nicht gemacht an deiner Stelle, ne? Du bist eh schon einmal sloppy, Phelps. Irgendwas im I'd Schuh. Take another look if I was you. Naja, so. Was hast du hier gefunden? Schnaps? Geh mal aus dem Weg. What are we waiting for? Naja, ich will was gucken hier. Ist da Dope drin oder was? Hm. Was haben wir denn hier? Eine Thompson oder was? Aber nicht mit Trommel? Anfänger. Schönes Ding eigentlich, aber naja. Why don't you take a closer look? Na, kann ich hier irgendwas nehmen, ne? A Thompson. So. Hier ist noch was. Ja, ich will mit Mr. Fickmann reden wir gleich. Hier geht's nicht rein. Ich muss erst mich mir hier schön. Mich schön umschauen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Doch aus. Wie was ich gebrauchen könnte. Ja, wohl. Irgendwie nur ein Blackbook von irgendeinem Typen, der ziemlich high war. Ach, da gab's heute Mittag noch ein Stückchen Brie, ne? Und dann einfach auf die. Espanol, Diccionario. Ach so, klar. Mhm. Übersetzung. Hm, hier unten ist noch so eine Kiste, aber auch jetzt nicht das Wichtigste, hä? Na, hier hat doch aber einer angebaut. Würde ich jetzt mal einfach trocken neben die Tüte kotzen. So, ne? Als kleine.
irgendwann muss das ja mit diesen Tauben auch noch auf sich haben, ne? Die haben alle irgendwelche Schuppen. Die Leute verstecken gerne Dinge in Schuppen. Voll eingetreten, Alter. Richtig aggro. Ja. Fliegenspray. Ist jetzt hier irgendwie was Besonderes bei? Futtermais oder so? Kette, Kabel. Das vielleicht für irgendwas gebrauchen. Mehl und Zucker und Backpulver. Und I think you might have missed something, Detective. Tja, irgendwie ist hier nichts Besonderes, oder? Was übersehe ich? Komme ich da in diesen Eimer ran? Nee, sowieso nicht. Vielleicht sollte mich der auch nur ablenken. Ist das da dieser Herr Fickermann? Das ist das Auto von denen. Hier ist nichts drin. Vielleicht im Kofferraum? Auch nichts. Sehr merkwürdig. Wake up, Cole. Was denn? It's gonna be something big, right? Mach mal auf. Ne, hier ist nichts Besonderes drin. Alter, was ist das hier für ein Viertel? Entschuldigung, Kopf. Hä? Ich will ins Auto. Aussteigen. Nein. Ach, Leute, ich will hier einfach nur aus dem Auto aussteigen. So geht das. Okay, kehren Sie zum Mittelpunkt. This town is going straight to hell. Okay, aber wo ist denn Herr Ficky? Hier. Hallo? Schönen guten Tag, Herr Polizei. Haben Sie gut aufgepasst auf den People Mann? People inquisitive. Don't sweat it, we'll keep him back. Okay, sehr schön, danke. Herr Fickmann, sind Sie Herr Fickmann? Detectives Phelps and Earl. We were told you... Always knew they were up to no good. Son of a bitch spent more time in the chicken coop than in his house. Thank you, sir. That's very helpful. And next time you witness suspect behavior through the crack in your curtains, please call us before something like this happens. Wie, das war's jetzt, oder was? Und jetzt nochmal zum Chickenstall. Ach, das glaub ich jetzt nicht. Da komm ich doch grad her. Nö, also kitzelig ist er nicht. I think you might have missed something. Ja, ja, we missed something, Detective. Aber was? Er hat den Silberdollar dabei, den habe ich gefunden. Hey, Cole, let's get moving. I need to get back to it, Phelps. Find anything interesting? Ich bin Cole Phelps und ich bin super cool. Aber was hat das mit diesem Hühnerstall auf sich? Wenn jetzt der Typ nochmal extra gesagt hat, ey, the chicken... Der Chickenstall. Muss ja hier irgendwas sein. Ach, du meine Güte. So, mal kurz neu organisieren. Ja. Da will ich hin. Was hat dieser Hühnerstall, was ich nicht hab gesehen? Thank you.
Raquel. Was ist denn hier? Ist hier irgendwas im Hühnerstall, was ich nicht gesehen habe? What are we waiting for? Ja, frag ich mich auch. Two women brutally slain. I think you might have missed something. Tja, keine Ahnung, Leute. Ist hier irgendwas, was ich aufmachen kann? Los Angeles. Dieser Pinsel. Wake up, Cole. Aufwachen, Cole. Ja, aber keine Ahnung, Alter. Schrauben sind. Oh! Phelps. You jump like a girl. Mistviech, Alter. Warum kann ich das nicht nehmen? Es muss doch irgendwie greifbar sein. Da, nimm es einfach aus. Kann doch nicht möglich sein hier. Bringt alles nix. Cole, we got things to do. Ja, und was sagst du? Was sollen wir denn machen? Sprich doch mal zu mir. What now? Sounds like we need to check out the chicken coop. Leute, ich bin mitten im Hühnerstall. I think you might have missed something, Detective. Yeah, we missed something, Detective. Hier irgendwie rein noch? Hä? Alter, das gibt's doch nicht. Leute, das ist hier ein Hühnerstall, oder nicht? Was? Und ich bin mittendrin in diesem Hühnerstall. Vielleicht da noch was in dieser Zuckerdose? Seile. Was ist das da? Wake up, Cole. Der will mich doch. Der will mich doch vernutzen. Komm, Eimer. Nö, auch nichts. Also ich habe keine Ahnung. Hier ist irgendein Kabel. Ich meine, es sind keine Hühner drin, das haben wir jetzt festgestellt, aber hier. Irgendeine von den Dosen wichtig. Hey, Cole, let's get moving. Ich mache weiter. Ich kann aber leider nichts. Ja, wir haben Misthampfing, ja. Tun wir auch, aber bringt ja alles nichts.
Da komme ich von draußen irgendwo in den Hühnerstall, das ist die Frage. Naja, da liegt noch so eine Polizeimarke, aber die ist ja jetzt nicht für die Mission. Was man vielleicht irgendwas versteckt im Busch. Oh. Voll mit Hochgeschwindigkeit gegen den Pfosten. Oder vielleicht in dem Mülleimer hier. Der geht nicht auf. Tja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich hier machen soll. What are we waiting for? Ja, das frage ich mich auch. Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich total offensichtlich und easy. Oder es hat einfach wieder irgendwie eine Fehlfunktion und deswegen hat er irgendwas nicht erkannt, was ich eigentlich schon längst in der Hand hatte. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Es war mir eine Riesenehre. Ich ziehe meinen Hut. Zack. Und pinkel ein bisschen rein. Okay. Machen wir in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Reingehauen. Ciao.